Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu Troffen. Troffen ist die Tagsendung, wo wir immer zu den Leuten hingehen oder ganz spezielle Sachen anschauen. Und heute sind wir wirklich an einem speziellen Ort. Wir sind nämlich hier auf der Bühne in der Praxis von Dr. Pickel. Das neue Stück, das Anni Gau geschrieben hat, in Zusammenarbeit mit dem Iggy Bühler, mit dem Patrick. Und es freut mich sehr, dass wir heute hier sind und mit den Schauspielern, die in diesem Stück spielen, auch das Gespräch führen. Und ich würde gerne gerade mit dir, Patrick, anfangen. Wir haben vor 2 Jahren ein Stück spielen mit dir zusammen. Und jetzt gibt es ein Revival. Warum hast du das wieder aufgenommen? Oder warum hast du gedacht, das machen wir nochmal oder etwas Ähnliches? Oder anderes halt auch? Es hat vor 2 Jahren perfekt funktioniert. Mhm. Das schönste Kompliment, das wir dort mal bekommen haben, war die Spielfreude, die Lebensfreude, die ihr ausstrahlt. Das war für uns klar. Wir wollen eine Fortsetzung machen mit einem komplett neuen Stück. Es hat auch eine Veränderung gegeben im Ensemble, aber es war so ein Erfolg. Die Leute sind wirklich gekommen, haben Billett gebucht und gesagt, da wollen wir einfach einen draufhauen. Und das haben wir gemacht. Genau, das letzte Mal hat sie in einem Hotel gespielt und jetzt spielt sie in ihrer Praxis. Warum Praxis? Ja, das ist eine gute Frage. Jemand von unserem Ensemble, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, arbeitet ja auch im Spital und hat vor 2 Jahren in der Pause ein Telefonat gehabt mit einem Kollegen, also mit einem anderen Arzt. Und das ist der Roger und ich sind gleichzeitig in dieser Garderobe gewesen. Und da sagt der Roger so aus Spass raus, das wäre einmal etwas. Ein Schwank in einem Spital bzw. in einer Praxis. Und ich habe mir nichts dabei überlegt. Ich habe das einfach mal aufgenommen und irgendwann bin ich dann mit dem offiziellen Vorschlag gekommen, ist dann vom ganzen Team herzlichst aufgenommen worden. Ich sage, mal, das ist eine gute Idee, da hat es Fleisch am Knochen. Ich will jetzt so nicht gegen Veganer reden, aber das ist wirklich eine Geschichte, wo man etwas daraus machen kann. Und das haben wir gemacht und es hat funktioniert. Bis jetzt noch ohne Publikum, aber wir freuen uns sehr, bis dann da dass alles immer voll ist, ja? Ja, genau, meine Freude ist sehr gut bekommen. Ich werde also nicht mehr telefonieren in Zukunft in deiner Gegenwart. Ich habe keinen Namen gesehen. Ja, genau. Melanie, du bist das erste Mal jetzt in dieser Truppe. Du kommst ja gerade, du hast gerade ein Stück abgespielt, so eher ein historisches Stück, oder, wenn es richtig genau ist. Du bist das erste Mal in dieser Truppe. Wie war es denn für dich jetzt gewesen, so von dem historischen Stück in so einen absoluten Schwank zu steigen oder respektive parallel das zu proben? Also es ist erstaunlich gut gegangen. Ja, also da ist es einfach immer lustig. Wir haben viel gelacht und es macht mega Spass. Mit euch sowieso. Mhm. Und erstens war es draußen, jetzt gerade die letzte Woche in der Kalt. Wir hatten gestern den Jahren sehr frisch. Und das andere war einfach viel ernster gewesen und viel grösseres Ensemble. Wir waren 36 Leute auf der Bühne gewesen. Und das ist da heimeliger. So. Genau, 36 hätte da fast nicht Platz gegeben. Wäre ein bisschen eng, ja. Wir haben schon gesagt, wir sind ganz verschiedene Leute, wir kommen von verschiedenen Orten her und wir haben auch sehr viele Solokünstler auf der Bühne. Einer von denen ist der Rolli, der ist als Buchredner unterwegs. Und Rolli, wenn du jetzt so, du bist sonst allein auf der Bühne, du kannst eigentlich machen, was du willst. Gut, das machst du auch. Aber wie ist es denn für dich, jetzt so im Ensemble hier zu spielen? Es war vor 2 Jahren schon eine Herausforderung, weil viele Kollegen von mir haben gesagt, wieso machst du das? Das ist für mich eine neue Herausforderung, mal in einem Ensemble mitspielen. Auch wieder Text lernen, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Du schreibst deine Texte selber und dann sind die drin. Und da musst du wirklich Timing haben, du musst die Stichwörter liefern. Und du probierst es manchmal zwischendrin. Das war für mich eine total neue Erfahrung. Das ist ja so. Die Timings, gell, das können wir zwei sehr gut. Ja, sicher. Also, Barbara, du kommst eher aus einem strukturierten Schauspiel. Du bist, glaube ich, du darfst mich korrigieren, du bist, glaube ich, auch Dozentin an der Schauspielschule. Nein, nicht? Bin ich nicht. Nein. Bist aber du Schauspiel unterrichtest. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ich tue gut. Deutsch und Englisch unterrichten. Ah, gut, das ist fast das Gleiche. Vor allem Englisch. Aber du bist auch ausgebildete Schauspielerin und du bist auch gewöhnt, also Stücke, wo dann einfach so spezifisch genau so gespielt werden. Wie ist es denn für dich? Weil wir haben zwar sensationelle Regisseure gehabt, wir haben ganz sehr viel selber müssen entwickeln, wir haben es auseinandergenommen, wir haben es probiert, aber das könnte noch anders sein. Wie ist das denn für dich gewesen? Ja, also ich muss sagen, das ist eine neue Erfahrung, definitiv. Das Stück in Eigenregie zu proben,
Wir hatten einen Regisseur, den Stefan Gamitzin, der ich glaube bis jetzt viermal gekommen ist, ich weiß es nicht genau, der uns so, das Auge von außen dann, glaub, ab zwei Drittel von der Spielzeit gemacht hat. Ich sehe Vor- und Nachteile. Ich habe auch gerne einen Regisseur oder eine Regisseurin, die wirklich da ist und einem so ein bisschen leitet und begleitet. Ich finde es aber auch recht lässig so, weil es gibt einem dann so ein bisschen die grossen Ideen und die grosse Freiheit, mal in eine wirklich in eine Richtung zu gehen, etwas auszuprobieren, merken, es funktioniert nicht. Mhm. Und dann das alles über den Haufen werfen. Wir haben aus dem Ensemble Leute gehabt, die draussen gesessen sind, wenn sie nicht auf der Bühne gewesen sind, die wirklich das minutiös beobachtet haben, Feedback gegeben haben. Wir haben alles ausprobiert, es hat nie geheißen, nein, machen wir nicht. Und von dem her, ich finde es eine lässige Erfahrung. Ich weiss nicht, ob ich es immer so würde wollen haben, aber... Gut, das kannst du auch nicht immer sagen, wir sind einzigartig. Das ist also, so. Ja, das definitiv. Das geht so selbstverständlich nicht. Aber wenn du richtig sagst, es ist natürlich sehr herausfordernd, weil du musst es quasi probieren, du musst es bringen. Und nachher musst du schauen, was meinen diese oder passt es denn überhaupt zusammen. Ja. Und ich persönlich habe das extrem spannend gefunden. Also das ist so eine coole Erfahrung. Und gerade wenn ich bin mich auch gewöhnt mit Regisseuren zu arbeiten, die permanent dran sind, und dann ist es manchmal so, ich würde noch gerne das, aber das kann ich jetzt halt nicht, oder ich sehe es vielleicht noch anders. Und das macht schon sehr spannend. Mhm. Wir haben ja dort einen Regisseur. Ja, genau. Der Herr mit den blonden Haaren, die sind nicht echt, meine Damen und Herren. Der Herr mit den blonden Haaren, der Roger, ist ja sonst auch als Regisseur unterwegs, ist auch Solokünstler. Und wie war es denn für dich jetzt gewesen, so unterwegs zu sein mit Augenfossen? Wir haben verschiedene Augenfossen, wir haben den Regisseur, wir haben selber da. Wie war es denn für dich gewesen? Du bist ja einer von denen, der sehr viel Augenfossen geschaut hat und sehr viele gute Inputs gebracht hat. Aber so dein Gefühl in dieser ganzen Inszenierung? Ja, es ist einfach ganz anders, wie der Schuss, wenn du permanent jemanden hast, der seine Idee eigentlich versucht umzusetzen. Und so sind da eigentlich sechs Ideen zusammengekommen. Und wie du gesagt hast, wir haben alles ausprobiert. Und niemand ist sich schon gesehen, auch wieder etwas in den Kübel zu werfen oder etwas persönlich genommen. Und das finde ich absolut toll. Und ich glaube, das kann man auch nicht mit allen machen. Also, dass man das nicht an sich hernimmt, so, sondern einfach sagt, nein, wir probieren es. Und gerade jetzt du mit deinen drei Rollen, du hast sehr viel müssen probieren, oder? In verschiedene Richtungen gehen. Und da haben wir auch viel wieder weg. Da, aber wir haben das auch viel gefunden. Und, ja. Und das ist die extrem spannende Arbeit, wo das eigentlich, glaube ich, uns allen so Spass gemacht hat. Dass wir haben dürfen probieren und, ja, und einfach drin hineingehen. Du hast es gerade angesprochen, wir sind ja. Da sechs Leute auf der Bühne, aber ja, es gibt Leute, die haben ganz verschiedene Rollen. Und das ist auch, finde ich, ganz ein spannender Aspekt in diesem Stück. Und wenn ich jetzt gerne noch bei dir bleibe, Roger, du spielst zwei, also sogar drei Rollen. Welche Rolle, das darf ich meinem Publikum schon ein bisschen verraten, dass es noch mehr verschiedene Figuren gibt. Welche von diesen Rollen findest du am kühlsten? Welche passen dir am besten? Oder was machst du überhaupt für verschiedene Rollen? Ja, also ich finde es natürlich ganz schön, dass ich mein Haar mal so offen tragen darf. Ja, darf ich sonst privat nicht so oft. Das geht mir natürlich sehr, also wirklich etwas ganz anderes mal zu machen. Aber schlussendlich sind alle Figuren, die man spielt, spätestens beim Proben verliert man sich in seine Figuren. Und man kommt sie gerne über und das sind so ein bisschen seine Babys, oder? Und man pflegt die und formt die und bis man dann endlich jetzt dann vor Publikum das darf zeigen. Also, Ich kann keine favorisieren, weil mir macht alles Spass. Okay. Barbara, du hast auch unglaublich unterschiedliche Rollen, wenn man das so sagen darf. Also, das sind wirklich komplett verschiedene Figuren. Wenn ich jetzt die gleiche Frage an dich stelle, welche von diesen Rollen findest du jetzt, die wäre cool oder die würde ich jetzt auch sonst in meinem Privatleben mal spielen? Im Privatleben? Das ist eine gefährliche Frage. Okay, also vielleicht auf der Bühne im Privatleben. Also nicht Table Dance privat, sondern eher auf der Bühne. Ich mache kein Table Dance, einfach eine Info als Publikum nicht. Gut, in Ordnung. Was ich immer lässig finde im Theater, wenn ich wieder mal so ein bisschen eine Rampensau sein darf. Okay. Das ist eine von diesen drei Rollen definitiv. Was für mich, glaube ich, die grosse Herausforderung ist, einerseits die drei Rollen total verschieden zu spielen
Und andererseits auch, um mich bei der einen Rolle extrem zurückzunehmen. Weil das ist dann doch eher ein ernster Charakter. Und ja, ich habe wie kein Liebling, abgesehen von dem, was ich vorher gesehen habe, gesagt habe, von der Rampensau. Okay, sehr schön. Melanie, du bist ja Arzt, Helfer oder Praxisassistentin in dieser Praxis. Du bist ja die, die immer wieder muss versuchen, dass das Ganze ein bisschen zusammenhält und so, dass die wahnsinnigen Figuren einigermaßen funktionieren. Und du bist auch sehr viel auf der Bühne und du tust das Ganze so ein bisschen versuchen zu koordinieren. Wie ist es für dich mit diesen verschiedenen Figuren, mit dem Wahnsinn manchmal umzugehen? Wenn man dir so zuschaut, dann machst du das sehr souverän und manchmal hat man das Gefühl, sie denkt, Herr Gott, hör ich mal auf. Aber es darf ja auch so sein in gewissen Momenten, oder? Ja, nein, ich liebe es. Ich finde normal sowieso langweilig. Also sehr gut. Ich liebe, wenn sie crazy verrückt und durcheinander ist. Von dem her gefällt mir das sehr. Mhm. So, natürlich gibt es auch Momente, wo jetzt Sandra so denkt, hey, nein, jetzt ist einfach gerade kurz ein bisschen zu viel. Mhm. So, aber im Großen und Ganzen, sie probiert halt überall alles so zusammenzuheben und gefallen auch, auf der einen Seite zu gefallen, aber sie hat gleich so ihren Weg, wo sie geht und den macht sie auch. Sehr schön, das ist ja so ein bisschen die Figur, die wirklich das auch so ein bisschen für Sandra ist, die Figur, die du spürst in dem Stück. Und das ist das, was so ein bisschen, wo eben so ein bisschen zusammenhält und manchmal dann auch so ein bisschen Grenzen kommt. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo du manchmal denkst, oh my goodness, wie kann man nur, es gibt so eine Yoga-Szene, die ist außergewöhnlich speziell. Aber da können Sie sich sehr darauf freuen, meine Damen und Herren, das müssen Sie unbedingt sehen. So, Patrick, Andi Gau hat ein Stück geschrieben. Mit dir zusammen. Was passiert? Was ist denn? Was ist denn in diesem Stück überhaupt los? Wir haben gehört, es ist in einer Arztpraxis. Ja, also kurz zusammengefasst: 120 Minuten Boulevardtheater vom Feinsten. Es geht drunter und drüber. Es wird extrem lustig, chaotisch, auch melancholisch, romantisch. Mhm. Das romantisch ist einmal der Überbegriff in dem Sinn. Ja, es geht darum, wir spielen in einer ländliche Praxis, wo Gesundheit, danke, wo es finanziell leider nicht mehr so gut läuft. Mhm. Das heisst, der Arzt, bei uns der Dr. Pickel und seine Angestellte, die Schwester Sandra, sind eigentlich die einzigen, die noch so ein bisschen dort sind. Gut, es gibt vielleicht den einen oder anderen Patienten, der noch übrig geblieben ist. Und der liebenswerte Hausmeister Erich. Überlebt haben sie eigentlich besitzt von Unterstützung vom Staat. Mhm. Das wird aber gestrichen. Und per Zufall kommen die Patientenakten durcheinander. Wir wittern dort eine Chance. Wir haben kreative Ideen, wie könnte man jetzt die Praxis, wie das schon im Doktor sein Baby, retten. Und im dümmsten Moment, das ist natürlich in einem Schwank immer gerne so, im dümmsten Moment kommt natürlich noch die Prüfungskommission vorbei. Und dann im Showdown, ohne zu viel verraten, geht es drunter und drüber. Und man versucht einfach alles zu retten, was noch machbar ist. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen, dann kommt es noch schlimmer. Genau. Genau. Also, ich weiß noch, wenn ich das einfach das erste Mal gelesen habe, ich dachte, oh mein Gott. Und Andi Gau, vielleicht kann man dort noch etwas dazu sagen, Andi Gau lebt in Berlin, gell? Mhm. Der schreibt zwischen auch verschiedene Stücke, du kannst vielleicht auch dazu etwas sagen. Ja, er ist ein Profi-Autor und im Bereich von der Comedy sehr verwurzelt. Er hat also in Deutschland für Harald Schmidt, Anke Engelke und andere Grössen wirklich dürfen Bücher und Sketch schreiben. Und dann hat er das Gefühl gehabt, komm, jetzt wollte ich mal für einen richtigen Komiker etwas machen. Ist dann auf mich zugekommen. Und es ist ein bisschen staubig auf der Bühne, das wird sich lecken. Gut, weiter. Nein, Ironie auf, selbstverständlich. Ja. Wir sind seit Jahren befreundet und das ist jetzt schon das vierte abendfüllende Programm, das er für mich schreibt oder jetzt für uns schreibt und zweimal jetzt einen Schwank. Und er schreibt von Kochbüchern über Roman, über einzelne Nummern bis eben hin zu einem Schwank. Und das ist sein zweiter Streich als Schwank. Und er hat selber gesagt, das ist eine riesige Herausforderung, das ist überhaupt nicht einfach. Erstens, dass die Geschichte stimmt, die Dramaturgie und alles aufgeht, dass die einzelnen Figuren können ab der Bühne wieder auftauchen können, dass es auch genug Zeit gibt zum Umziehen und das Ganze schlussendlich dann in einem grosse Finale endet. Er hat riesen Freude gehabt am Schreiben, hat das in meinen Augen sensationell gemacht, das Meisterwerk, weil ich selber habe einfach Bilder im Kopf und Ideen, aber ich kann nicht lustig schreiben und das kann er. Das kann er sehr gut, ja. Genau. Du hast ja
du hast ja die Verantwortung übernommen, du hast ja das ganze Ensemble zusammentrommelt und du hast gesagt, ich übernehme die Verantwortung und wir machen das. Mhm. Ist das, gibt das auch schlaflose Nächte? Ist das auch schwierig? Weil du bist der, wo der Kopf von der Truppe ist, der gesagt hat, so machen wir das Bühnenbild und mit dem Andi geredet hat und auch die finanziellen Hintergründe organisiert hat. Ist das auch schwierig? Gibt das auch schwierig im Moment? Ja, das gibt es, aber vor allem jetzt vor 2 Jahren hat es natürlich gegeben, weil wir nicht gewusst haben, in dem Moment können wir morgen spielen, was ist morgen, was ist übermorgen. Niemand hat eine Antwort gewusst. Das ist natürlich jetzt in dem Moment viel relaxter. Das Einzige, was mir momentan, also ein bisschen, nicht Sorge, ist jetzt gerade übertrieben, aber es hat sich ein bisschen verändert, der Kauf von Billett. Mhm. Es ist ein bisschen spontaner geworden, ein bisschen kurzfristiger. Du kannst als Veranstalter nicht voll planen im Vorhinein. Genau. Aber es ist gut angelaufen, wir sind zufrieden und ich glaube, wenn wir jetzt können spielen und das wird nach außen treibt und die Leute sagen, hey, das musst du schauen, das ist absolut Hammer. Weil es ist wirklich eine Welturaufführung, das Stück gibt es nicht, das ist für uns geworden. Und auf das bin ich sehr stolz, dass wir zum einen wirklich etwas kreiert haben, was es nicht gibt. Es gibt viele Theatervereine, die einfach im Archiv gehen und nodern, nehmen etwas raus und spielen das zum 10. Mal. Wir haben etwas Eigenes kreiert. Und ohne Regie, also das ist der zweite Punkt, den ich ja, immer wieder gerne betone und sage, das ist gewaltig, dass wir es so geschafft haben. Ja, und darum eigentlich relaxed jetzt in dem Sinn. Und jetzt freue ich mich einfach, wie ihr hoffentlich alle auch, dass wir nach 6 Monaten einfach wieder Publikum da haben. Weil ich weiss, seit dieser Krise, die Leute wollen rausgehen, sie wollen Kultur konsumieren, sie sind hungrig. Und ich einfach als Künstler jetzt mehr geschätzt, das Publikum noch mehr. Also, weißt du wirklich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Leute da sind, dass sie lachen und klatschen. Und auf das freuen wir uns. Jetzt haben wir seit dem April geprobt, ohne Reaktion. Und jetzt geht es los. Das ist schön. Genau. Und das ist ja das, was die Veranstalter auch sagen, dass es ganz ein anderes Konsumverhalten gibt vom Publikum, dass sie später sich entscheidet und so. Das ist ja jetzt bekannt. Und eben, wie du richtig sagst, aber ich glaube, das Publikum ist auch wieder bereit, rauszugehen, etwas zu machen. Das zeichnet sich schon ab. Auf jeden Fall. Rolli, du bist, wir haben schon gesagt, du bist schon als Buchredner unterwegs. Was ist denn jetzt in diesem Stück? Was sind deine Highlights? Wo findest du das? Finde ich super gut. Es gibt so eine Szene mit dem roten Hut. Es gibt so verschiedene Sachen. Was sind deine Highlights? Du hast ja als Buchredner ganz verschiedene Parts in diesem Stück. Also es ist unglaublich, mit allen möglichen Sachen. Was sind deine Highlights? Die tauchen eigentlich immer wieder auf. Es ist so, wenn du ein Buch überkommst, dann liest du es durch. Und ich weiss, wie es mir gegangen ist. Ich muss sagen, ja, bin nicht so happy gewesen. Bis wir dann das erste Mal angefangen haben zu lesen, dann aufbauen, analysieren und dann merkst du, jetzt fängt das Ding an zu leben. Weil wenn du das trocken liest, denkst du, oh Gott, das will ich nicht. Und jetzt auch da, zwischendrin haben wir immer selber gerölt. Weil man einfach wieder das Ganze entwickelt hat. Und ich könnte da jetzt nicht ein Highlight sagen, sondern es taucht immer wieder auf. Und manchmal auch von der Spielfreude her oder auch manchmal zwischendrin taucht ein Lachruf, den du am Tag vorher in der Probe nicht gehabt hast. Und das sich herauskristallisieren, das entwickeln, das finde ich unheimlich einen interessanten und spannenden Prozess. Ich finde es auch sehr spannend. Ich darf ja auch in diesem Stück mitspielen. Ah. Ich darf auch mitspielen, ja genau. Also jetzt habe ich das erzählt. Ich darf den Doktor spielen und das ist ein kleiner Arme, weil es wirklich ein Desaster ist drumherum. Aber was du richtig sagst in der ganzen Aufbaugeschichte, die ich das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, okay, also jetzt machen wir das halt. Aber die Entwicklung und die schönen Figuren und wenn man das nachher sieht, oder auch fürs Publikum, das ist jetzt so viel Spielfreude auf dieser Bühne, es ist so gute Figuren und es ist wirklich ein Team, das hier zusammen etwas ganz Lustiges macht. Und das hat mir sehr viel Spass gemacht in der Entwicklung. Und ich freue mich, wie du gesagt hast, auch darauf, zu schauen, was sagen denn unsere Leute, was sagen die, die sie kommen und was spüren die. Und es ist so viel Information, es ist so spannend, es geht so schnell und es hat so viele verschiedene Sachen. Also ich freue mich dort auch sehr drauf. Und es ist auch ein bisschen herausfordernd, ich rede jetzt nicht von Improvisation, aber es ist auch manchmal herausfordernd zu schauen, wo sind wir denn jetzt gerade und wie machen wir das jetzt und wie gehen wir jetzt hier drüber. Und das ist auch immer sehr spannend. Und es ist ja auch noch spannend, wenn das Publikum da hat, wo lachen denn die? Eine Pause zu machen, was machen wir jetzt mit dem, dass sie auch reagieren. Und das ist auch immer eine ganz spannende Geschichte.
Ich wollte vielleicht noch so eine Rundfrage stellen. Die persönlichen Highlights jetzt in der Zusammenarbeit seit dem April, wo wir an der Probe sehen, bis jetzt auf die Bühne von bei dir an, Barbara. Was sind deine persönlichen Highlights? Also bei mir ist ganz klar, ähnlich wie es der Oli beschrieben hat, wirklich das Entwickeln zusammen. Mhm. Also wir sind eben 6 Schauspieler, ein Autor. Wir haben ein Stück bekommen, zum Lesen, trocken, und dann haben wir es angefangen, Leben einhauchen und haben es wirklich verändert. Auch, wir haben Sachen rausgestrichen. Ich war sowieso die grosse Stricherin. Ich fand, dass die Repetition, das ist, irgendwann ist das nicht mehr lustig, habe ich das Gefühl. Und wir haben den ganzen Schluss umgeschrieben. Wir haben jetzt wirklich ganz einen knackigen, lässigen Schluss. Es ist plötzlich fertig, das Publikum weiss nicht wann. Und sie einfach, merken es dann. Ja, ich glaube es. Ja. Einfach so der Prozess habe ich wirklich cool gefunden. Alle auf Augenhöhe. Mhm. Ja. Es ist, glaube ich, auch einzigartig in so Geschichten. So ein Prozess, das ist wirklich einzigartig. Das erlebst du nicht. Melanie, für dich? Für mich ist definitiv so die Zusammenarbeit, wie du sagst, auf Augenhöhe. Also man kommt wirklich da an und egal wie kaputt und müde ich war, ich habe ja gleichzeitig noch ein Stück gespielt, Tag durch Tag probiert, am Abend dort spielen. Fingerfertig war, aber es war cool und ich bin nachher mit der Energie da wieder rausgegangen, weil es einfach, man hat sich auch gegenseitig gedreht und motiviert und irgendwie, man hat zusammen gelacht und auch mal sagen, hey, das finde ich jetzt vielleicht nicht so spannend, wenn wir es so machen, kann man probieren es anders. Und es war niemand böse oder so, sondern man hat wirklich einander gegenseitig irgendwie so aufs beste Level probiert, aufzuhelfen. Das hat mir am besten gefallen. Sehr schön. Roger? Ja, also ich habe es einfach grossartig gefunden, die Offenheit von allen, dass man da hergekommen ist und probiert hat, reingegangen ist und Gas gegeben hat. Und bei mir persönlich ist es so gewesen, ich bin auch manchmal so ein bisschen grissgrämig gekommen und es hat mich irgendwie so... Aber wenn man nachher dann mit diesen Leuten zusammen arbeitet und lacht und eben manchmal auch nebendurch oder durch das haben wir wieder irgendetwas entdeckt und das können wir doch drin reinnehmen und dann gehst du nachher raus, wie du gesagt hast, dann gehst du raus und bist wieder voll parat, obwohl eigentlich körperlich bist du müde, aber es hat dir einfach so gut getan. Und das ist das Schöne an dieser Arbeit und mache ich das gerne. Rally? Ich habe im Vorfeld ein Gespräch mit einer gestandenen Schauspielerin, ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, und sie meinte, die macht so, ich habe gehört, du spielst mir ein Stück mit. Und sie sagt, ja. Ach, das schaffst du schon, du spielst alle an die Wand. Und man sagt, das ist nicht das Ziel. Mhm. Und Gott sei Dank ist das da drinnen nicht, sind alle gleichwertig. Mhm. Man hilft einander, weil ich finde das so ein blöder Satz, an die Wand spielen. Und dann musst du ein Solo-Programm machen. Ja, genau. Ja. Weil ich habe das so hohl gefunden und für mich ist die einfach... Mhm. Du hast den Namen nicht genannt, sind wir froh. Patrick. Ja, die Fleischplatte, der Garderobe. Meine Damen und Herren, ich muss da Klammern machen. Es gibt während der Vorstellung gibt's immer eine Fleischplatte in der Garderobe. Es kann sein, wenn nicht die Künstler auf die Bühne kommen, dass man das noch sieht, aber das ist sein Highlight. Und so vorher. Ja, ich kann nichts hinzufügen. Es sind wirklich Freunde, es ist eine Familie geworden, ein Ensemble. Und sie hat alles gesagt, was ich... Also sie haben das genau so gesagt, wie ich es ihnen per Mail geschickt habe. Nein, es ist wirklich... Der Kohle fährt noch. Ja, der kommt. Nein, es ist einfach grossartig. Und es ist wirklich, es braucht ein bisschen Mut, so zu arbeiten. Ich habe von ihnen natürlich auch gelernt, dass es nicht Norm ist oder dass man nicht so schafft. Mhm. Ich bin die Türen aber auch Fan. Wie Melanie vorhin gesagt hat, mal etwas wagen, ein bisschen crazy, mal ein bisschen ausserordentlich sein. Und das hat ja vor 2 Jahren funktioniert. Und ich habe mir gesagt, ja, warum sollte es jetzt nicht funktionieren? Und es hat genauso gut funktioniert. Wichtig im Ganzen finde ich, man muss einander können vertrauen, auf Augenhöhe begegnen und einfach den Respekt haben. Und das hat wirklich funktioniert und das ist grossartig gewesen. Und ich habe ja als erfahrener Laie sehr viel können wieder aufsaugen und lernen und umsetzen. Und ich finde es einfach grossartig. Also ich kann dir da noch beistimmen, es ist natürlich schon so, es ist wirklich ein außergewöhnliches Projekt und es ist glaube für uns alle sehr, sehr spannend gewesen und außerordentlich und man muss können über sich lachen, man muss auch können da herstehen und sagen, ja, also ja, ich sehe jetzt wirklich blöd aus und diese finden, ja, stimmt und dann einfach auch können, also wirklich, das muss man können und ich glaube, das bringt uns alle wirklich weiter. Vielleicht kannst du noch etwas sagen zu den Aufführungsdaten, wann starten wir? Wir starten an dem Donnerstag vom
22. September an bis 15. Oktober hier im Tell in Giesecke. Genau. Wir machen dann eine Welttournee auf Willisau, in dieser wunderschönen Rathausbühne, in dem Städtchen. Auf das freue ich mich auch. Jetzt sind wir dann vom 19. Oktober bis mit dem 22. Jetzt spielen wir viermal. Und dann ist die Welttournee dann schon vorbei. Schon aber vorbei. Immerhin, wir können 16 Mal spielen und ich finde das grossartig. Weil, was ich immer schade finde, ist, wenn x ein Theaterverein gleich lang probt wie wir. Und dann frage ich einmal, ja, wie viele spielen die? Dann sage ich, ja, 2-3 Mal. Dann sage ich, Jesus Gott, das würde ich mir nie antun. Mhm. Weil ich will dann spielen. Und darum sind wir auch, ich sage jetzt mal, in einem Saal oder in einem Raum, wo es nicht so viele Leute hat, aber dafür mehrmals. Die Kollegen sagen zu mir immer, ja, aber geh doch in einen Saal mit 300 Leuten. Dann sage ich, ja, das ist schön, aber das spielen wir 2 Mal. Mhm. Und für das probiere ich persönlich nicht ein halbes Jahr. Mhm. Das tue ich mir nicht an. Und das genießen. Und 300 Leute, wir leben, dass die unsere Mimik sehen. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Part auch in diesem Stück. Mhm. Man muss die Schauspieler spüren, man muss sie sehen, man muss die Mimik sehen. Und das kann man da, das kann man auch zu viel sehen. Und das ist ganz wichtig. Genau. Meine Damen und Herren, wo Sie Tickets kaufen können, das wird nachher eingeblendet. Das können Sie nachher schauen. Dann kommen Sie Ihre Tickets über, die können Sie bestellen, die können Sie zahlen. Und dann haben Sie sie an der Oberkasse. Sie können auch es probieren mit der Oberkasse. Wobei, nach dieser Sendung wird das schwierig. Aber probieren können Sie es. Ich würde sie bestellen, das wird nachher eingeblendet, es wird unten durchlaufen. So, meine Lieben, wie geht das? Warum muss das Publikum uns schauen? Barbara, warum kommen die? Ja, wie gesagt, wir haben das komplett kreativ erarbeitet. Und das ist einfach ein Feuerwerk an Kreativität. Also Sie müssen... Sie müssen nur schon kommen, wegen der Rampe so. Gut, Melanie, warum? Wir müssen das Publikum uns schauen. Ganz einfach, wir sind bunt, wir sind crazy, wir sind chaotisch und gleich hat es einen Rahmen, der funktioniert. Nadi? Wir sind einzigartig, das hat es wie noch nie gegeben und man kann lachen, bis der Doktor kommt. Rolli? Ihr müsst schauen, weil in diesem Stück habe ich wortwörtlich einen Knochenjob. Roger? Er ist schon in der Rolle. Genau wegen dem wird er kommen. Ist wieder so weit? Ja, ist wieder so weit. Er hat Medikamente genommen. Er muss seine Bitte sein. Ihr Mensch. Meine Damen und Herren, bevor das eskaliert, es ist wirklich auch im Stück so, wenn er seine Tabletten nicht nimmt, passiert das. Aber er wird sie nehmen und ich kann Ihnen versichern, es wird wirklich ein lustiger Abend. Tun Sie sich das an, machen Sie das, können Sie schauen, es wird spannend und Sie werden da rausgehen mit einer unglaublich fröhlichen Miene und Sie werden lang an die Sketch und an die Nummern zurückdenken, die in diesem Stück passieren. Danke vielmals, haben Sie uns heute zugelassen. Das war getroffen gewesen, heute auf der Bühne, hier im Tell, im Stück von Andi Gau und im «Der Nächste bitte». Kommen Sie vorbei, das müssen Sie sehen und auch Sie sind die Nächsten. Danke vielmals.